Hier im Betrieb, da war ja von gewerkschaftlicher Entwicklung oder gewerkschaftlicher Mitbestimmung komplett abgekoppelt. Und die Menschen wussten im Endeffekt nicht, was Gewerkschaft ist, haben aber diesen Anspruch. Das Erste, was wir selber gemacht haben, war eben Flugbillette, also zunächst mal entwerfen und dann auch selber verteilen. Das war so, die ersten zaghaften Schritte. Das war damals, kann man sich halt heutzutage nicht mehr vorstellen, aber das war damals schon ein relativ großer Schritt, dass sich Leute aus der Belegschaft, es waren auch damals nur sehr wenige, die dazu bereit waren, vors Tor hinstellen und Flugblätter verteilen. Und dann der nächste Schritt war dann drin, in der Kantine Flugblätter zu verteilen, wo damals die Geschäftsleitung auch noch ziemlich stark darauf reagiert hat. Also man hat da Gespräche bekommen mit dem General Manager, mit dem obersten Chef, und das machen ja viele nicht so gerne, weil das viele eben doch beeindruckt. Ja, und das waren so unsere ersten Aktionen, wo wir dann Erfahrungen gesammelt haben, was wir auch machen können. Und dadurch hat sich das Ganze eben entwickelt. Also das ist dann in regelmäßigen Abständen passiert. Und irgendwann hat man gesagt, man müsste auch mehr machen. Man müsste mal eine Befragung machen oder man müsste mal eine kleine Demo machen, wenn es auch nur wenige Leute sind. Und so ist das gewachsen. Und dadurch ist ein sehr basisdemokratischer Ansatz oder der Wunsch nach Basisdemokratie nicht entstanden. Eigentlich war der sowieso immer da. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum das woanders anders ist. Also das ist auch bei uns in der Belegschaft so. Da gibt es einen Anspruch dahingehend, dass man da natürlich mitbestimmen will. Und und so hat sich das entwickelt. Wir haben es auch gar nicht darauf ausgelegt, dass wir gesagt haben, wir werben Mitglieder. Da haben wir immer gesagt, uns ist es egal, ob jemand Mitglied in der Gewerkschaft ist oder nicht. Die gewerkschaftlich Organisierten reden viel und ich will erst mal gucken, ob sie auch tatsächlich was machen. Wir haben immer das gemacht, was wir gesagt haben, oder auch das gesagt, was wir gemacht haben. Und dann waren eben viele eben auch so konsequent und sind dann beigetreten. Dabei muss man auch sagen, der Druck kam aus der Belegschaft. Die haben alle gesagt, es muss jetzt was passieren. Das war so in einem Zeitraum von 2 bis 3 Jahren. 2010 bei Null angefangen und 2013 dann den ersten Bahnstreik zu Ostern. Naja, wir haben auch schon früh angefangen, über Streik zu träumen und zu reden. Und dabei war uns eigentlich von Anfang an klar, dass wenn wir streiken, dass Amazon allein hier an unserem Standort Volumen, also Auftragsvolumen, auch an andere Standorte abgeben kann und so die Streiks umgehen könnte. Und von daher lag das bei uns in der Natur der Sache, dass wir uns auch mit den Kolleginnen und Kollegen an den anderen Standorten vernetzen. Also unser allererster Kontakt, wie gesagt, wurde gefördert oder forciert von unserem Gewerkschaftssekretär, der uns eben die Information gegeben hat, hey, hier in der Nähe an der Tankstelle wird gestreikt. Wenn ihr Bock habt, wir zahlen das Benzingeld, fahrt doch mal hin. Und könnt ihr da gucken oder unterstützen, und das haben wir dann gemacht. Und deswegen war es für uns auch klar, wenn hier zum Beispiel ein Streik in einem anderen Betrieb hier in der Gegend war, dass wir da hinfahren und die unterstützen. Das war für uns eigentlich ganz natürlich, weil auch bei uns im Betrieb in weiten Teilen der Belegschaft die Meinung herrscht, halt, es hängt eben alles zusammen. Und dadurch sind wir eben immer weiter rumgekommen. Wir haben uns für alle Streikbewegungen interessiert und die Leute dort auch kontaktiert, wurden dann eingeladen, wir haben andere eingeladen. Das ging dann ein bisschen ins Ausland, bis nach Frankreich, wo ja auch Amazon-Standorte sind. Da haben wir uns an einem Streik beteiligt, also wir waren da vor Ort. Oder jetzt auch nach Polen. Aber wir versuchen eben auch so entlang der Produktionskette uns mit zu organisieren und damit auseinanderzusetzen, was da vor sich geht. Auch über externe Organisationen, also wenn wir wissen, Beispiel haben wir mit der Organisation Thai,
aus Frankfurt zusammengearbeitet zum Thema Bangladesch. Auch noch zu anderen Themen, zum Thema internationale Vernetzung, was Amazon oder die Amazon-Welt angeht. Da ergeben sich die Kontakte natürlich direkt an der Basis. Wir wissen ja, wer wo arbeitet, oder wir wissen auch, wen wir kontaktieren müssen. Das hat sich ja schon früh entwickelt bei uns und das hat sich immer weiter ausgebreitet, quasi über das ganze Netzwerk. Ich würde mal sagen, bis auf England. Italien ist immer noch ein bisschen schwierig, aber wir haben Kontakte nach Spanien, Frankreich, und zwar immer zu direkt zu Beschäftigten. Aber da unser Streik auch sehr in der Presse sich verbreitet hat, kontaktieren uns auch viele Leute, also über Facebook. Nummern werden weitergegeben, also man bekommt Anrufe oder E-Mails oder man hört über irgendeinen Streik oder über irgendeine Bewegung und kontaktiert die dann eben selber, zum Teil direkt. Je nachdem, welcher Weg sich da findet und was da wahrscheinlich am leichtesten ist. Also soziale Netzwerke im Internet spielen da eine relativ große Rolle. Bei mir ist es so, ich war viel mit in Polen, ich war mit in Frankreich. Ich habe dafür meine Urlaube geopfert. Auch dieses Jahr ist das so, dass ich meinen Urlaub dafür geopfert habe. Natürlich verbringen wir auch viele, viele Stunden gemeinsam noch an Wochenenden zusammen im Verdi-Büro zum Beispiel. Durch diese Kontakte halt nach ins Ausland heraus, daraus sind ja auch Freundschaften entstanden, die man auch dann hält, weil man kennt sich jetzt ja auch schon länger, wo man sich dann halt auch mal trifft oder mal telefoniert. Und das ist halt aus viel wert. Neben Rheinberg und Werne sind bis gestern noch um 13 Uhr Koblenz dazu gekommen aus der Schicht raus, City im Streik. Und Leipzig, genau, Leipzig ist heute Morgen nach dem Startmeeting in den Streik getreten. 6.30 Uhr, genau. On a stand up, baby, and I stand across the way. Well, I'll bet all me money and there's no way back again. Chance as good as any, but I'm glad for what I've done. I stand across the water far away. Das war am Anfang schwierig, also wir haben natürlich gleich von Anfang an versucht, als wir gehört haben, in Polen wurden Standorte eröffnet, versucht da Kontakt aufzunehmen, aber da hatte man ja erstmal noch keinen Ansprechpartner, also wir sprechen auch kein Polnisch. Über die offiziellen Wege kam da anfangs nicht viel, also seitens der Gewerkschaft, sage ich mal. Dieser Kontakt kam als erstes zustande, weil polnische Kollegen sich in Poznan organisiert hatten, und zwar mit einer nicht in der Solidarność, sondern in einer basisorientierten oder basisdemokratischen Gewerkschaft. Und auch die haben natürlich von unseren Streiks erfahren, haben uns deswegen kontaktiert, weil sie von unseren Erfahrungen profitieren wollten. Und so ist ein erstes Treffen hier in Bad Hersfeld zustande gekommen. Also wir haben das außerhalb der Gewerkschaft gemacht. Wie gesagt, das ist in Polen, das war oder ist bis heute keine Gewerkschaft, mit der die offiziellen Gewerkschaften zusammenarbeiten. Also haben wir das über Stiftungen finanziert und haben die Kolleginnen und Kollegen aus Polen eingeladen, haben da auch Kollegen von anderen deutschen Standorten auch mit dabei gehabt. Das hat sich dann verstetigt. Also dann war der nächste Schritt, dass Vertreter von uns nach Polen gefahren sind. Amazon ist ein internationaler Konzern, der in den Ländern, wo er Standorte hat, so gut wie keine Steuern zahlt. Bei einem unserer Streiks haben die Kollegen in Polen zeitgleich einen Bummelstreik gemacht und haben praktisch die Arbeit verlangsamt. Das heißt, es ist also der Austausch schon gegeben. Allerdings sind die Kollegen in Polen noch nicht ganz so weit, dass sie jetzt regulär richtig streiken könnten. Muss man da unterscheiden zwischen dieser basisorientierten Gewerkschaft und der Solidarność. Mit der Solidarność hat sich das anfangs schwierig gestaltet, aber mittlerweile gibt es da auch recht gute Kontakte, die allerdings
ja, es gab auch schon erste Treffen, auch an der Basis. Und da muss man auch sagen, das haben auch die Gewerkschaften mit organisiert und finanziert und auch getragen. Die andere Richtung, also nach Frankreich, haben wir an sich auch sehr gute Kontakte. Da findet der Austausch hauptsächlich über soziale Netzwerke statt. Wir waren allerdings auch schon da und es gab auch schon Treffen. Dann andere Kontakte haben wir eben nach Spanien oder Italien, nur über Mail und teilweise auch nur über Mittelsmänner. Das liegt daran, dass in Italien in der Belegschaft eine sehr hohe Fluktuation herrscht und dass Gewerkschafter, sobald sie als Gewerkschafter im Betrieb bekannt werden, werden die dort sofort entfernt aus dem Betrieb. Also sprich, wo es Möglichkeiten gab, direkt mit aktiven Kontakt zu knüpfen, waren die auch schon wieder gefeuert. Ergänzend dazu haben wir noch Unterstützerkontakte, so will ich das mal nennen, jetzt Leute, die eben nicht direkt bei Amazon arbeiten oder eben, die uns aber trotzdem in unserem Kampf unterstützen. Da haben wir noch Kontakte in Österreich, wir haben Kontakte nach Brasilien sogar, um das noch zu nennen. Also es geht schon in alle Länder. Also es hat sich hier in der Nähe so ein Kreis von Aktivisten und Interessierten als Solidaritätskreis, als Unterstützer für unsere Streiks zusammengefunden, die das auch schon seit längerem machen und auch nicht nur bei unserem Streik. Wir sind hier ja nicht isoliert und es findet ja Bewegung statt. Also es gibt soziale Bewegungen und das hat ja auch gewisse Gründe. Die Anliegen vieler sozialer Bewegungen oder sind eigentlich auch unsere Anliegen. So als Beispiel, wir haben Kontaktbesuch zur Blockupy-Bewegung, dann hat man ja schon auch gemeinsame Ziele. Da lag das nahe, für uns nahe, oder eigentlich verstehen wir eher nicht, warum das nicht breiterer Form praktiziert wird. Ja, klar, man unterstützt sich untereinander und man will auch voneinander lernen. Ich sage, man tauscht sich ja aus, man guckt ja irgendwelche Formen aus, man probiert Sachen aus, wie sind die angekommen, nimmt die Sachen mit. Und dass man auch berichten kann. Die Leute, sag mal, die nicht so aktiv sind, weil sie Familie haben und so. Und so kann man mal auch mal die Wahrheit von den Mitarbeitern mitnehmen. Die Eindrücke von Frankreich, von den großen Demonstrationen. Und ich glaube, da kann ich unisono hier in der Runde reden. Also wir würden uns so eine Streikbewegung hier in Deutschland auch mal wünschen. Das ist auch eine Meinung, die bei vielen auch hier im Betrieb vorherrscht, auch sogar bei Menschen, die nicht mitstreiken, dass man sagt, wir haben ja hier ziemliche politische Probleme. Und ich sag mal, dass der Kampf um Lohn, das ist ja immer eine Verteilungsfrage. Die Schere klafft ja weiter auseinander und das ist eben nicht nur das Problem eines einzelnen Betriebes, dann zum großen gemeinsamen Streik aufrufen und eben die Ziele auch auf Staatsebene oder auf Landesebene oder wie auch immer man das nennen will, oder vielleicht auf europäischer Ebene, irgendwann, das ist natürlich ein großer Traum, um eben unserer Stimme ein Gewicht zu verleihen. Wenn wir diesen Standard auch haben wollen, den die Banken bekommen haben, dann müssen wir scheinbar systemrelevant werden. We shall not be moved. We shall not be moved, just like a tree that's standing by the water. We shall not be moved. Wir streiken heute bei Amazon, keiner schiebt uns weg. Wenn uns auch die Herren drohen, keiner schiebt uns weg, so wie ein Baum, der ständig steht am Wasser. Keiner schiebt uns weg. Keiner, nein, keiner schiebt uns weg. Keiner, nein, keiner schiebt uns weg, so wie ein Baum, der ständig steht am Wasser. We shall not be moved.